Es gibt keinen Grund zu streiten. Das ist alles meine Schuld. Ja, das ist tatsächlich ihre Schuld. Sie hat den Bären aufgebunden. Wovon redest du, Linda? Und was geht dich das an? Ist Linda auch mit dir zusammen? Was heißt da auch? Oh Gott. Ist das unser Schicksal? Immer wieder gegeneinander anzutreten? Linda, ist das... Ist es das, was du willst? Nein, das würde ich nie wollen. Aber... die macht's trotzdem. Hast du deinetwegen behauptet, dass Ronaldo mich betrügt? Ich will sagen, so war es nicht. Das wäre ja auch gelogen. So war es nicht. Nein, ja, warum? Tut mir leid. Ich hätte nie gedacht, dass es so eskalieren würde. Du gibst es also zu? Es war ein Riesenmissverständnis. Eins führte zum anderen und es tut mir leid. Ich entschuldige mich bei euch allen. Jetzt verstehe ich. Du hast behauptet, Drausio wäre der Betrüger. Was? Linda? Hast du das gesagt? Ist das wahr? Haltet mich fest, ich falle in Ohnmacht. Diesmal wirklich. Du gibst wem anderen die Schuld? Was Besseres fiel dir nicht ein? Ich dachte, wir wären erwachsen. Du hättest den Ruf deiner Freundin nicht ruinieren müssen. Ich sagte, es tut mir leid. Ja, mehr kann sie auch nicht mehr tun. Am besten nur noch flüchten, würde ich sagen. Tschüss, Rio, ich bin dann mal weg. Ich wünschte, ich könnte alles rückgängig machen. Verzeiht mir. Ich glaube, das ist nicht so schnell zu verzeihen, denke ich mal. Aber abhauen ist jetzt auch nicht, Dachse! Dachse! Was habe ich getan? Ja, was Schlimmes. Das habe ich nicht erwartet. Es ging alles schief, sehr schief. Ich ertrage diese Demütigung nicht. Bitte, Hochwürden, die Zeremonie muss weitergehen. Tut mir leid, ich weiß nicht, ob ich als Zeuge weitermachen kann. Ich weiß nicht mal, ob ich aufstehen kann. Wartet, bleibt da. Das ist unsere Hochzeit. Mein Lied? Oh wirklich, soll das ein Witz sein? Also werde ich nicht singen. Irgendwie schon schön, oder? Ich mach mal weiter. Oh weh. Bruno, warte. Lass mich allein. Sag mir, wenn das alles vorbei ist. Du bleibst hier und versteckst dich? Ich versteck mich nicht, aber ich will keine Lachnummer sein. Wer könnte über so etwas lachen? Alle. Ich würde darüber lachen, wenn es zu wem anderen passiert. Du hattest letztendlich recht. Linda hat mich verändert. Ja, sie hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Ein Loser. Naja, nicht ganz. Ich bin ja wieder ins Netz gegangen. Du hältst mich wohl für blöd. Das würde ich nie. Du bist der aller
sensibelste und netteste Mann. Heißt das, dass das größte Klischee der Welt wahr ist? Nette Männer verlieren immer? Es geht nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Für mich schon. Du kannst dir denken, wo ich stehe. Ganz unten. Entschuldigung. Das Liebesdrama unserer Liebeskünstlerin gibt uns keine Ruhe. Hier ist ein exklusiver Bericht. Mit Bildern, die Linda Brown Hinterhältigkeit zeigen. Was? Hinterhältigkeit? Also ja. Aber wie kam er jetzt schon wieder dazu? Was hat er denn jetzt schon wieder gemacht? Hä? Oh mein Gott. Und keiner von euch wusste vom anderen? Linda Brown? Das kann man nicht verzeihen. Stadtbewohner wissen wahre Gefühle nicht zu schätzen. Tja. Der schönste Tag meines Lebens, mein Hochzeitstag, ist ruiniert. Herr Drausio, da hättest du mal drüber nachdenken sollen. Na gut. Herr Zillner mal einen Rat geben sollen, macht nicht die Scheiße. Okay, hat er eigentlich, aber. Naja. Kopf hoch, Drausi. Das muss nicht so ausgehen. Warum sollte ich weitermachen? Alle meine Freunde sind weg. Die geblieben sind, sorgen sich mehr um Linda als um mich. Hey, schau mich an. Alles, was wir brauchen, ist dich und mich. Okay. Naja, und den Standesbeamten. Genau. Meine Zeit ist für Sie reserviert, wenn Sie weitermachen wollen. Ich bin da, so wie ich es immer sein werde. Darum geht es hier. Einander gegenseitiges Vertrauen und Liebe zu versprechen. Darauf habe ich gewartet. Nichts macht mich glücklicher. Sie haben Ihre Überredungskünste verbessert, Herr Hotpants-Polizist. Schau, dein bester Freund ist hier. Ich glaube, wir haben genug Zeugen. Was sagst du? Du willst deine Liebe am Altar stehen lassen? Los, Mann! Warten wir nicht länger. Los geht's. Machen wir's. Nee, hört sich jetzt komisch an. Aber nicht hier, ja? Es gucken Leute zu. Wie heißt der? Drausio Eusebio Costa? Eusebio? Nee, Eusebio? Halt die Klappe. Ich muss aber auch drüber lachen, tut mir leid. Eusebio? Habe ich ja noch nie gehört, den Namen, ey. Ist das überhaupt ein Name? Wollen Sie Ronaldo Rojas als Ihren geliebten Ehemann in guten... Ja, ich will. Heißt das nicht noch länger? Also, naja. Ja und? Hä? Schon vorbei? Ja, die Zeiten sind vorbei. Linda? Ich hab keine Diamanten. Warum muss alles Geld kosten, Mann? Tut mir leid. Ich hab dir schon zu viele Chancen gegeben. Bitte geh ran. Und wetten, ich muss hier auch wieder 20 Diamanten ausgeben. Du gönnst dir keine Ruhe, Linda Brown. Ich habe keinen Diamanten. Vergiss es. Ich schenke dir keine weitere Sekunde meiner Zeit. Tja.
Da hat sich's wohl ausgelindert. Bitte reservieren Sie mir den nächsten Flug nach New York. Ja, ich glaube, du wirst sie auch nicht mehr gebraucht, würde ich mal sagen. Oh, das war eine echt schlimme Folge, würde ich sagen. Alter Schwede, ey. Aber wie gesagt, Linda ist halt viel zu weit gegangen. Mit ihren Lügen ist sie jetzt ans Ende gekommen oder in ihre Kraft gekommen. Jetzt hat sie keinen mehr, sozusagen keinen Mann mehr, aber mal gucken, was noch kommt. Es wird sehr rockig, würde ich mal sagen, in den nächsten Folgen. Aber naja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine kleine Bewertung da und dann sehen wir uns schon das nächste Mal wieder zu einer nächsten Ausgabe von Linda Browns interaktiven Story. Ich bin damit raus. Haut rein, bis denne und ciao.